Finale bei den Männern und natürlich im Finale die Ponywarz-Zwillinge David und Bennett Ponywarz. Sie spielen gegen ein Team, das bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, nämlich gegen Jonathan Erdmann und Sven Winter. Und David und Bennett Ponywarz hatten ein wahnsinnig episches und anstrengendes Halbfinale, dass sie nach langem, langem Kampf gewonnen hatten. Aber dass das Körner gekostet hat, das hat man ihnen in diesem Finale hier in Kühlungsborn überhaupt nicht angemerkt. Von Anfang an waren die beiden in Blau on fire. Und zwar sowas von on fire. Und David Ponywarz hat reichlich Blockpunkte in diesem Finale gesammelt. Am Ende dieses Finales waren es unfassbare 8 direkte Blockpunkte. Und es waren auch freche, freche Ballwechsel dabei. Das war ein sogenannter Rainbow Shot über den Abwehrspieler hinweg. Ganz, ganz schwieriger Ball, den man nur spielt mit viel, viel Selbstbewusstsein. Der erste Satz, dann eine klare Angelegenheit. David und Bennett Ponywarz gewinnen diesen ersten Satz mit 21:13. Und sollten sie unter den Anfeuerungen der Zuschauer auch den zweiten tatsächlich gewinnen, dann würden sie Historisches schaffen. Sie würden nämlich als erstes Team in Deutschland 5 Turniere auf der Tour gewinnen. Und sie würden als erstes Team überhaupt alle 4 Strandturniere gewinnen. Das wäre dann der Sand Slam. Und die Show der beiden in Blau, sie ging auch im zweiten Satz weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass Jonathan Erdmann, der hier im Block mal zupackt, und Sven Winter wirklich schlecht gespielt hätten. Aber David und Bennett Ponywarz waren einfach kaum zu halten in diesem Finale in Kühlungsborn und legten einen Wahnsinnssprint hin. Nachdem Jonathan Erdmann und Sven Winter in der Anfangsphase des zweiten Satzes noch gut dagegen gehalten haben. Aber dann haben die beiden einfach wieder einen Riesenlauf hingelegt. Und das ist einfach ein Dunkblock von David Ponywarz. Sven Winter ärgert sich, dass er den Ball so niedrig angesetzt hat. Aber sie haben nicht wirklich ein Mittel gefunden gegen die Ponywarz-Zwillinge. Ab und an blitzte nochmal das Können auf, aber da sieht man dann schon an den Gesichtern, bei dem Rückstand glaubten sie selbst nicht mehr dran. Und dann versucht Sven Winter hier den zweiten Ball zu schlagen, der geht auch ins Aus und diese beiden können es kaum glauben. 4. Turniererfolg hintereinander und damit haben sie den Sand Slam geschafft, also alle Strandturniere der Saison 2019 gewonnen. Riesenerfolg für David und Bennett Ponywarz.